Tja, sehr international präsentierte sich Rudolstadt ja am vergangenen Wochenende beim Tanz in Folkfest. Und genauso international ging es nicht nur an, sondern auch auf der Saale zu. Da begann nämlich eine Sportveranstaltung, die in der Szene mittlerweile echt einen Kultstatus besitzt. Die internationale Saale-Kanufahrt über 99 Kilometer, die es in diesem Jahr schon zum, Achtung, 43. Mal gibt. An der Saale, hellem Strande. Schon ein altes Volkslied besingt den Fluss, der nicht nur Hochwasser bringt, sondern seit Jahrzehnten auch ein Mekka für Wassersportler ist. Da ich schon bei der ersten Saalefahrt dabei war, 1971, habe ich mich so drin verliebt. Und diese wunderbare Landschaft ist für mich die schönste Sommerfahrt. Und immer wenn es der Urlaub irgendwie hergibt, fahre ich sie mit seitdem. Am Start in Rudolstadt begrüßen die Kanuten des SV Jena Farm traditionell die Teilnehmer der Saalefahrt. Seit 1971 lassen sie hier ihre Boote zu Wasser, wie einer der Mitbegründer weiß. Abgesagt haben wir nicht, nie müssen. Wir hatten ja früher noch viel mehr Teilnehmer, jetzt ist es begrenzt. Jetzt wird mehr Wert drauf gelegt auf die sanitären Sachen und so weiter. Mit 100 Teilnehmern ist die Fahrt des Deutschen Kanuverbandes auch in diesem Jahr wieder ausgebucht. Wie immer geht es in 4 Tagesetappen stromabwärts bis nach Naumburg. Bis dahin werden die Kanuten rund 100 Kilometer zurücklegen. Die Etappenziele sind Orlamünde, Jena und Camburg. In diesem Abschnitt meandert die Saale stark, ist voll mit kleinen Stromschnellen. Mit Wildwasserstufe 1 eignet sich der Fluss hier sowohl für Anfänger als auch für eingefleischte Wasserwanderer, die einfach die Natur genießen. Das ist fantastisch, da geht einem das Herz auf. Die Saale ist so ein wunderbarer Fluss, den ich eigentlich nur jedem empfehlen kann. Was ja schon fast wieder ein Fehler ist. Die Ausrichter sorgten sich nach dem Hochwasser um die Ein- und Ausstiege an den Wehren. Aber bis auf diese Stelle bei Uhlstedt sind die schlimmsten Schäden behoben. Ursprünglich wurde das schön angeschrägt. Man kam eine schöne Schräge runter, schön mit Schotter gemacht. Ist leider alles jetzt weggebrochen. Trotzdem kommen alle wieder unbeschadet ins Wasser. Die Organisatoren hoffen, dass bis zur 44. internationalen Saalefahrt im Juli 2014 auch diese Schäden behoben werden.